Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rune Factory 5. Das sollte reichen. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein Viech besiegt und Heilung für alle. Ja, ich habe jetzt kurz gegessen. Und jetzt gehen wir mal kurz zu unseren Erddrachen und pflanzen da ein bisschen was an, weil wir, glaube ich, einen Samen erhalten haben. Und dann gehen wir nach Hause, besprechen es mit Livia. Ich will auch Schnee. Heute soll es doch eigentlich recht weit in Bayern reinschneien. Also ich weiß schon, ich bin auf einer recht hohen Hügellage, aber es soll eigentlich in weiten Teilen Bayern schneien. Ich weiß nicht, ob es so anders auch schon ist. Okay, das Viech hat echt alles angepflanzt. Krass. Farmdrache, Feuerdrache, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es woanders auch schneit und nicht nur hier. Aber ich weiß es natürlich nicht. Also ich bin jetzt kein Wetterexperte und ich habe jetzt eigentlich auch nur die Wetterberichte für uns gelesen. Ich liebe Schnee. Ich könnte also wirklich, ich liebe Schnee. Auf zu Livia. Ich bin ein kleines Prinzesschen. Oh, was ist Schlechtes? So ein Grummelgeölzeichen war da gerade. Ich habe die Mission erfüllt. Gute Arbeit. Dann ist für den Moment erstmal alles wieder normal. Ja, wir können es nicht zurücklehnen. Es bleibt die Suche nach. Was passiert gerade? Ich glaube, der Drache kommt, der dunkle. Auf Kraft lässt nach. Meine Runen werden absorbiert. Wie? Aber das heißt ja, dass Radea in der Nähe sein könnte. Ja, ich glaube, unter dir, das ist Radea. Bin an meinem Look. Okay, viel Spaß. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Seufzt, was bringt das denn? Scarlett? Geheimnisse, Pläne, ich habe jetzt alles satt. Was denn? Was ist. Sowas bin ich von dir gar nicht gewohnt. Das ist alles so lästig. Davon abgesehen, wer seid ihr überhaupt? Hä? Sie hat keine Gedanken mehr? Hauptmann Livia, was passiert gerade mit ihr? Ich weiß nicht genau. Also, keine Sorge, ich sehe allen anderen nach. Oh Gott, ich glaube, alle verlieren gerade irgendwie ein Gedächtnis. Ich sehe da eine nicht so positive Entwicklung. Ich sehe eine untergehende Stadt. Oh nein. Ich sehe genau wie am Silo, ob alle in Ordnung sind. Ich vermute es einfach mal nicht. Priscilla, nein. Priscilla. Leila, alle verhalten sich komisch. Und ich bin zu müde. Priscilla? Hä? Kennen wir uns? Priscilla verliert ihr Gedächtnis. Kommt das davon, dass sie ihre Runenenergie verliert? Es fügt so. Was muss ich machen? Muss ich irgendwie fighten? Sie schläft tief und fest. Wenn das mit einem Stapel dann passiert, muss ich mich beeilen. Was ist mit ihr? Okay, aber die pennen ja eh eigentlich immer. Oh, willst du was sagen? Ja, wahrscheinlich will sie was sagen, aber sie kann nichts sagen, weil sie einpennt. Okay, ich soll hoch zu, zum Silo. Oh, was für eine freundliche Musik dafür, was gerade passiert. Alle Leute sterben gerade irgendwie und hier ist eine fröhliche Stimmung. Wo ist Scarlett? Die hat was von wegen, sie will nicht arbeiten, geknurrt und hat sich ins Quartier verzogen. Okay. Aber was hast du herausgefunden? Die ganze Stadt ist in Nebel gehüllt und alle benehmen sich komisch. Sie verlieren ihr Gedächtnis. Ich glaube, dasselbe ist auch mit mir passiert. Und ich dachte gerade, wir hätten das mit dem Gedächtnisverlust hinter uns. Was ist mit Radia? Die ist nirgends zu finden. Was in aller Welt ist hier nur los? Ich spüre einen massenhaften Abstrom von Runenenergie, die auf katastrophale Weise zusammenfließt. Die Runen bewegen sich. Sie fließen vom ganzen Kontinent auf einen Punkt zu. Vielleicht ruft Radia sie wahllos alle zu sich. Heißt das das gleiche wie hier in Rickbad, überall in Norad geschieht? Eine schreckliche Vorstellung, aber ja. Nein, das müssen wir verhindern.
Aber beunruhigt der Ort, an dem Grün zusammenfließen. Wann fließen sie denn? Nach Atois Ende. Tief im Abgrund, wo selbst ich mich nicht hinwage. Ich spüre, dass sie zur Liminität fließen, einer Grenze zwischen dieser Welt und der nächsten. Da können wir nichts machen. Das heißt, wir bewegen uns zwischen den Welten, interessant. Aber wir müssen es doch versuchen, oder? Hier gibt es ein Menschenleben. Wenn das so weitergeht, verlieren alle ihr Gedächtnis oder noch mehr. Aber ob es uns passt oder nicht, wir haben keine Wahl. Die Gefahren eines Dimensionsreisens sind nicht abzuschätzen. Wenn du da hineingehst, kommst du vielleicht nie wieder. Ich würde lieber das Richtige tun, als mein Nichtstun zu bereuen. Aber doch, du hast mir doch gesagt, ich soll meine Zukunft ohne Reue schaffen. Naja, wie du bist, ich werde dich nicht aufhalten. Aber bitte sei vorsichtig, komm lieber nicht wieder. Das ist ein Befehl. Ja, Hauptmann. Okay, immerwährende Finsternis ist jetzt verfügbar. Schön. Gehen wir heute noch oder gehen wir erst morgen? Nicht irgendwas für nächstes. Ich würde, glaube ich, erst morgen gehen. Heute noch schon, dass wir was Schönes craften, aber ich kann ja heute auch nichts craften. Jetzt tun wir erstmal so einen Scheiß weglegen und dann schauen wir mal weiter. Gut, dann das sind die Windschneider, die können wir wegtun und nehmen wir lieber die Sichel mit. Genau, die Sichel nehmen wir mit. Das kommt weg. Und das kommt auch alles mal vorerst weg. So, weg damit. Und dann machen wir ganz kurz den Kühlschrank. Also wie gesagt, ich würde gerne irgendwas craften, was uns hilft, aber ich weiß gerade nicht was. Eventuell tatsächlich ein Schwert oder so. Schauen wir mal. Waffe schmieden. Kurzschwert. Küffelkiller. Küffelkiller, das ist. Brennendes Schwert, Löffel, Geiger, Schwert. 307 hätte das halt, aber da brauche ich irgendwas. Ein Ast. Blitzhorn. Habe ich dann wohl nicht. Langschwert. Ja, die Giftklinge wäre jetzt nicht schlecht, aber ich glaube, mein Schwert ist nach allem immer noch besser. Okay, dann räume ich einfach mal ein bisschen den Hof auf. Dass es hier unten nicht so aussieht. Es läuft halt auch überhaupt keiner draußen rum, aber ich will das heute nicht wagen. Sondern lieber erst morgen. Nice, nice, nice. Alright. Ich habe halt echt Angst, dass das schief gehen könnte. Weil wir jetzt einfach nicht die stärksten Waffen haben. Aber heute hat leider auch die Bäckerei nicht offen, dass ich mir stärkere Waffen machen könnte. Also ich hoffe, ein bisschen stärkere Waffen zu finden, aber das kann man vorher nicht wissen. Deswegen möchte ich jetzt nicht mal drauf vertrauen. Okay, jetzt muss man, glaube ich, schon fast Axt wechseln und damit den restlichen Mann hier wegmachen. Aber ein bisschen Materialien sammeln, denke ich, schadet eh nie. Alright. Da. Okay, richtig viel Zeug gefunden. Also ich vermute einfach mal, dass
Livia uns am Ende retten will, weil sie einfach dieser helle Drachen ist und wahrscheinlich wird sie sich dann irgendwie für uns opfern. Dass das so ähnlich ist wie schon im Vorgängertal. Könnte ich mir jetzt einfach vorstellen, einfach weil es hier sehr viele Parallelen zum Vorgängertal gibt. Ja, den müssen wir auch noch spielen im Vorgängertal, deswegen verrate ich gar nicht mehr so viel, was da passiert und. Schauen wir dann einfach mal, dass wir dabei. Jetzt ganz ehrlich, als nächstes spielen wir eher Trials of Mana, bevor wir den vierten Teil, glaube ich, spielen. Eher tatsächlich Trials of Mana. Ist auch ewig dauert. Ich wünschte halt einfach, ich hätte irgendwie 10 Stunden mehr Zeit am Tag, dass ich halt irgendwie, keine Ahnung, durch Schlafen überwinde, dass ich einfach länger streame. Dass ich einfach streamen kann. Also, dass ich genügend arbeiten kann, streamen kann und Schlaf halt brauche ich nicht. Das wäre so die optimale Lösung irgendwie. Hätte ich genügend Zeit. Okay, ganz viele Steinblöcke. So, hier noch ein bisschen Unkraut zum Düngen, dass vielleicht wirklich irgendwas mal ein höheres Level erreicht. Okay, ein bisschen was kommt dabei rum zum Glück. Da ist auch schon aufgefallen, diese, ich denke tatsächlich, dass diese Erddrachen auch ein bisschen Jahreszeiten simulieren sollen. Wir haben einmal den Feuerdrachen, der sieht so ein bisschen nach Herbst aus. Dann haben wir das hier, das sieht so ein bisschen nach Frühling aus. Der Winddrache, der hat eher was vom Sommer. Und dann haben wir natürlich noch den Eisling, der hat was vom Winter. Also vielleicht simulieren einfach diese Drachen die Jahreszeiten. Ich frage mich übrigens auch, ob ich mit einer Rübe gewonnen hätte, weil das eben in der Saison ist, aber ich glaube es kaum. Nein, ich habe das Feld zerstört. Scheiße. Ich hab's befürchtet, dass es früher oder später passiert. Ich mache da einfach ein Feld und morgen wird was Neues eingepflanzt. Da ist noch nicht lange was gewachsen. Sorry, ich verpiss mich mal wieder, weil ich kaum noch Energie habe. Bring die Sachen weg und dann gehen wir schlafen. So, genug Dünger. Und ein bisschen Materialien. Okay, wir speichern mal. Letztes Mal waren wir im Wald ohne Wiederkehr und jetzt sind wir in der immerwährenden Finsternis. Die Steigerung ist Wahnsinn. Welche Steigerung wir hier durchmachen zwischen Wald ohne Wiederkehr, Verwüstung, Schlafen. Das kann ich doch immer noch am besten in dem Spiel schlafen. So, und jetzt wechseln wir schon. Ich hoffe natürlich, dass ganz viel fertig ist, was Mochi anpflanzen kann. Werfen. Ich bin im Werfen aufgestiegen, weil ich aus Versehen mein Gras von mir geworfen habe. Was für ein Glück. Okay, ich vermute mal, den ganzen Bewohnern geht es immer noch nicht besser und hier läuft auch noch nichts rum. Ja. Ich muss echt schauen, dass ich heute irgendwas hinkriege. So, ein bisschen Futter. Also wir müssen heute auf jeden Fall die eine Mission da machen, weil ansonsten geht es hier, glaube ich, nicht weiter. Und ich kann nichts kaufen. Und ich kann halt auch ansonsten nichts machen. Hat sich hier schon mal 4 anpflanzen. 5 anpflanzen. Ich ziehe jetzt mal meine Samen noch nicht ab. Weil ich hier die Hoffnung habe, dass der eben Mochi drüber geht. Hey, Spielkraut.
Cool, wir können eine Mission abschließen, aber die, wo das will, die pennt halt. Zwar genau Priscilla. Speeraufstieg. Spiel. Satt. Das hier hinten ist aber auf jeden Fall alles Mochi. Ich wünschte auch, es würde eine Möglichkeit geben, alles schnell hier aufzusammeln, so ernten. Ich glaube auch, ich kann die Tiere auch noch ernten lassen, indem ich es einfach stehen lasse. Aber das will ich eigentlich nicht. Hier manchmal echt gutes Zeug rauskommt, dass ich auch mal ein Level hochsteige und so. Okay, in Sam bin ich aufgestiegen. Was für ein Erfolg. Okay, dann kann ich jetzt gleich mal durchbürsteln. Und natürlich hier das Futter reinschmeißen. Wow. Einmal kam da eine Explosion von Tieren. Ich sehe gerade, wir müssen ganz dringend die Folge beenden. Dann machen wir das doch. Und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Hier bei Rune Factory 5. Bis dahin. Bye.